Das Referendum ist wohl der verantwortungsloseste Akt der britischen Regierung in meinem Leben, sagte Martin Wolf. Weiter wird das Vereinigte Königreich auseinanderfallen. Schottland, Irland und möglicherweise Wales würden doch lieber in der EU bleiben. Wie sehen Sie nach der Volksabstimmung in Großbritannien weitere Entwicklungsperspektiven? Welche Konsequenzen wird der Brexit für die Europäische Union und Großbritannien haben? Sollte Großbritannien in der EU bleiben, wird man in der EU viel mehr Aufmerksamkeit den Schwerpunktfragen wie Migration, Beschäftigung und Realwirtschaft schenken, welche in den letzten Jahren keinen Vorrang hatten, weil die Großkonzerne vorwiegend von Deutschland dominiert wurden. Deutschland achtet vor allem auf Inflation und Geldbasis, weniger aber auf die Realwirtschaft. Deutschland fühlt sich wohl, das restliche Europa nicht. Deshalb könnten wir nicht mehr der deutschen Wirtschaftspolitik folgen. Das ist das Problem. In den 80er Jahren hatte das Thatcher im Rahmen des europäischen Währungssystems gemacht und hat dadurch die britische Industrie zerstört. Die EU stellt eigentlich eine Wirtschaftspolitik dar, die von den Mitgliedstaaten umgesetzt wird. Sollte Großbritannien in der Europäischen Union bleiben, und ich bin dafür, ich bin ein EU-Anhänger, wird es sich sehr positiv auf den Rest der Gemeinschaft auswirken. Großbritannien hat eine sehr gute Wirtschaft. Wird Großbritannien mit den EU-Mitgliedstaaten handeln, falls das Land aus der EU doch austritt? Klar wird das Geschäft weiterlaufen. Einer der prominentesten modernen Wirtschaftswissenschaftler, Martin Wolf von der Financial Times, schrieb diese Tage in seiner Zeitung: Das Referendum ist wohl der verantwortungsloseste Akt der britischen Regierung in meinem Leben, sagte Martin Wolf. Weiter wird das Vereinigte Königreich auseinanderfallen. Schottland, Irland und möglicherweise Wales würden doch lieber in der EU bleiben. Also sollte Großbritannien aus der EU ausscheiden, würde es nur für England zutreffen. Sie fragten vorhin vom Geschäft. Die meisten befragten Unternehmen wollen in der EU bleiben. Man muss sich den Grund gut merken. Immer werden irgendwelche Firmen jammern, sie wären beeinträchtigt. So ist das Leben. Viele Firmen werden auf verschiedene Weisen beeinträchtigt. Aber was geschieht eigentlich in der EU? Und warum ist es für Großbritannien so wichtig? Als Großbritannien vor 15, 20 Jahren entscheiden musste, ob es der EU beitreten soll, war die Frage des Finanzzentrums Europas aktuell. Es sollte in Frankfurt, Paris oder Mailand, in diesem Dreieck liegen. Jetzt, wenn sich Großbritannien einen Austritt überlegt, sind alle ausländischen Investoren, die in London ansässig sind, wirklich nervös geworden. London ist der größte oder zweitgrößte Aktienmarkt weltweit. Sollte Großbritannien die EU verlassen, werden sich alle amerikanischen Firmen, die große Investitionen nach London bringen, nach Europa begeben. Und das wird Großbritannien sehr schmerzhaft treffen. Viele halten das Referendum für eine Vortäuschung, welche die Leute von den wirklichen Problemen in Großbritannien ablenken soll. Was wird mit David Cameron, nachdem er so viel Druck auf das Volk gemacht hat? Wissen Sie, David Cameron ist ein PR-Mann, ein guter PR-Mann eigentlich, aber Wirtschaft ist nicht sein Steckenpferd. Er hat sich auf dieses Referendum eingelassen, um die jüngsten Wahlen zu gewinnen. Er hat die Tories in seiner Regierung und um diese Leute in der konservativen Partei zu behalten, muss man denen etwas versprechen. So hat er das Referendum versprochen. Egal wie das Referendum ausgeht, wird Cameron zurücktreten. Er ist ein PR-Mann und er hat fehlgeschlagen. Er ist schuld daran. Er hatte geglaubt, das Referendum werde ganz problemlos nach seinem Szenario ablaufen und Großbritannien werde in der EU bleiben. Die Kampagne zeichnete sich auch dadurch aus, dass die Migrationsproblematik dabei ganz zweitrangig war, so die Zeitungen. Aber wie wirkt sich dies auf England und auf das Referendum wirklich aus? Da möchte ich Ihnen eine Analogie mit einer Flasche Wein anführen.
Wein enthält 13% Alkohol. Das ist okay. Auch 14% sind in Ordnung. 15 sind schon ein bisschen zu viel, aber noch akzeptabel. 0,1% auf 13% sind 13,1%. Heißt das, dass Sie eine Flasche Wein ablehnen, weil sie 13,1% Alkohol enthält? Nie und niemals. Laut dieser Analogie 0,1% der britischen Bevölkerung ist ein kleines bisschen. Sollen wir deswegen die gesamte Europäische Union und ihre Mitgliedstaaten ablehnen? Nein, Großbritannien muss in der EU bleiben. Und nun die letzte Frage. Ich persönlich bin ein britischer Staatsangehöriger, der in Europa lebt und reist. Was bedeutet dieses Referendum für mich? Oh, ziemlich viel. Das Kapital hat sich schon längst freizügig in europäischen Ländern bewegt. Im Rahmen der Europäischen Union kann jeder Grenzen überqueren und in anderen Ländern arbeiten. Jeder kann an einer beliebigen Universität in der EU studieren. Es gibt EU-Stipendien. Die Europäische Union ist groß. Mit ca. 354 Millionen Bürgern ist die EU etwa so groß wie die USA. Das ist eine wichtige kritische Masse. Falls Großbritannien ausscheidet und eine Mauer errichtet wird, dann können wir nach Europa nicht mehr so leicht reisen. Sie werden sagen, auch nach Großbritannien kann man nicht mehr so leicht reisen. Entschuldigung, Großbritannien hat den Kodex über Menschenrechte und den Kodex über Flüchtlinge mit unterzeichnet. Die internationalen Gesetzbücher werden nicht geändert. Es hat nichts zu tun mit der Migration infolge der Konflikte. Aber wie finden Sie es, wenn Ihre persönliche Freiheit in Zukunft wesentlich eingeschränkt wird? Michael, vielen Dank. Es ist mir immer ein Vergnügen, Sie in unserem Studio willkommen zu heißen. Ich freue mich, hier zu sein. Danke. Das war's für das heutige Interview. Folgen Sie Dukaskopje TV auf Facebook oder Instagram. Auf Wiedersehen.